Hier spricht Ustra und wir sind zurück mit Squall. Wir haben uns Dinge gefragt. Wir haben Beyblade gespielt. Wir haben es im Wasser versenkt. Und jetzt nach all den Tagen, Jahren, Monaten, die wir auf hoher See verbracht haben, haben wir uns gesagt, wer war nochmal Meister Norg? Vielleicht frage ich mal den Cid. Jetzt ist ja eine gute Gelegenheit. Und deswegen gehen wir jetzt mal dahin. Ja genau, hallo liebe YouTube-Mumien. Auch schön, dass ihr dabei seid. Läutet die Glocke! Ja! Das sagen im Moment alle YouTuber. Ich muss es auch sagen. Läutet die Glocke, damit ihr wisst, wann ich ein neues Video rausgebracht habe. Yeah, cool. Und unterstützt das Ganze. Und was habe ich noch gelesen? Was habe ich jetzt noch gelesen? Irgendein Streamer hat 10 Stunden, hat 10 Euro Stundenlohn. Hat 10 Euro Stundenlohn gefordert von seinen Zuschauern. Also ich glaube, ich bin mehr wert als 10 Euro die Stunde. Wollte ich nur mal so gesagt haben in den Raum. Also ein Streamer mit 16.000 Followern möchte 10 Euro die Stunde haben? Das können wir überbieten. Das können wir überbieten. Das ist kein Ding. Also ich fühle mich wertvoller als das. Ich finde es schon heftig, den Leuten vorzuwerfen, oh, ich brauche einen Stundenlohn von euch. Nicht von jedem Zuschauer. Er meint natürlich generell. Und ich meine, ich verstehe, was er damit sagen will an der Stelle. Auch wenn das jetzt nicht ins Game passt, das ist so ein bisschen bremst, aber ich verstehe, er sagt, hey, ich will mich damit selbstständig machen, ich will für euch Kram machen. Wenn ich 10 Euro pro Stunde kriege, die ich live bin, dann kann ich für euch immer live sein. Bla bla bla. Oh, Dragon. Ich meine, ich verstehe seinen Kram. Auf der anderen Seite, YouTube und Twitch ist kostenlose Unterhaltung und nur ihr könnt entscheiden, was euch das wert ist. Deswegen schaut in die Videobeschreibung. Falls euch die Unterhaltung ihr für unbezahlbar wirkt, keine Sorge, wir finden einen Preis. Schülernummer 41269. Ich habe die lustige Nummer in meiner Schülernummer. Mega witzig. Squall. Ja. Der ehrwürdige Master ruft nach dir. Geh umgehend in den Masterraum. Masterraum, wo ist das? Fahr mit dem Aufzug nach unten. Die Genehmigung ist bereits erteilt. Achso, es gibt übrigens einen Test. Ich habe Ustra Abo. Ustra Abos. Perfekt. Ustra Abos, genau, richtig. Mit Ustra Abo machst du es richtig. Da hast du die Emotes. Da hast du deinen Teil getan. Mehr brauchst du nicht machen. Und gut ist. Niemand braucht überhaupt ein Abo machen. Aber das Abo ist cool einfach. Mir gefällt das sehr gerne. Mir gefällt das sehr gut. 10 Euro die Stunde. Pff. Leute. Guten Tag. Verstehen Sie mich immer noch nicht? Das ist doch... Cid? Wahrscheinlich. Jemand hat gejammert. Es muss Cid sein. Wo willst du hin? Warum dürfen die auch hier hin? Ich dachte, ich habe die Genehmigung bekommen. Was denn? Was ich hier mache? Ich suche Direktor Cid. Lassen Sie mich los! Ich muss... Oh, ich habe das weggedrückt. Sie verdammter, geldgieriger Bastard. Wie konnte ich Ihnen nur vertrauen? Die Seeds haben wir für die Zukunft geschaffen und jetzt ist die Zukunft. Das wissen Sie doch ganz genau. Verflucht! Wenn ich in die Vergangenheit zurück könnte, würde ich mich selbst warnen. Dass ich Norg nicht trauen darf, dass Norg nur an Geld denkt. Du bezahlst für mich genauso viel wie eine japanische Wrestling-Liga. Wow! Naja, ihr wisst schon. Ihr gebt halt so viel, wie ich euch wert bin. Squall. Ist schon okay. Sie haben zugehört? Ja, yep. War ziemlich peinlich. Irgendwo gibt es immer Grenzen. Lassen Sie uns zurückgehen. Ich sollte nach dem Meister. Direktor, ich muss Ihnen etwas berichten. Kommen Sie bitte in mein Zimmer. Nein, jetzt! Jetzt lassen Sie mich auch mal ausreden. Immer mache ich Ihre Drecksarbeit. Ich verwandle den Garten in einen Beyblade und Sie... Ihr seid die Seed, die aus Galbadia zurückgekehrt sind? Ja. Endlich seid ihr hier, Master Norg wartet auf euch. Folgt mir. Wenn Master Norg euch ruft, habt ihr in 3 Sekunden da zu sein. 3 Sekunden zu lang! Bitte, was hast du gesagt?
Ja, das ist übrigens Nork. Das ist der Master, der Geschäftsführer des Gardens. Er ist kein Mensch, wir wussten es gar nicht. Mit den ganz kleinen grünen Augen. Beängstigend. Berichte mir über Hexe. Nein? Du bist nicht mein Vorgesetzter. Was sage ich zuerst? Kurz und bündig. Zuerst das Ergebnis, dann den Verlauf. Zuerst das Ergebnis. Wir konnten die Hexe nicht ermorden. Was für ein glorreiches Ergebnis. Also, nochmal, ich hinterfrage gerade die Autorität dieses... Er ist der Verwalter, der geldliche Verwalter dieser Institution. Warum muss ich dem irgendwas? Dem kratze ich nicht mal den Rücken, ey. Wir bekamen Order von Direktor Sid, als wir im Galbadia Garden waren. Zusammen mit Irvine Kineas vom Galbadia Garden machten wir uns auf den Weg, um die Hexe zu töten. Gemeinsam mit Galbadia? Ihr wurdet reingelegt! Reingelegt? Ich verstehe es nicht. Verstehe sie nicht. Erklärt ihnen das! Unser ehrwürdiger Meister Nork wusste schon seit einiger Zeit, dass die Hexe und Galbadia zusammenarbeiten würden. Master Nork wurde vom Master des Galbadia Gardens um Rat gebeten. Vom Master des Galbadia Gardens? Ich hoffe, das ist auch so ein Vetter. Der Master vom Galbadia Garden ist mein Untertane Dodonna. Dodonna. Der Dodonna ist sein Untertan? Unglaubwürdig. Die Hexe und der Garden sind sehr eng verbunden. Daher wird die Hexe versuchen, die Garden auf der ganzen Welt zu beherrschen. Unser ehrwürdiger Meister Nork hat eine Nachricht an den Galbadia Garden verschickt. Ein Auftrag, die Hexe zu beseitigen. Ein Attentat war dafür am besten geeignet. Aber... Alles okay, hast du Hunger, Alter? Ess ein Snickers, was ist los mit dem? Der hinterhältige Dodonna hat euch ausgenutzt. Für was genau? Er kann sagen, dass das mein Auftrag war. Dieser hinterhältige Ratte. Was? Sie meinen, dass der Baller im Garten nichts mit dem Auftrag zu tun hatte? Ah! Vor dem geplanten Attentat kam ihr zufällig vorbei, daher wurdet ihr damit beauftragt. Allerdings war es ein Fehlschlag. Die Hexe lebt und, wie wir es vorausgesehen haben, hat sie sich an uns gerecht. Aus diesem Grund kam auch der Raketenangriff. Wir müssen versuchen, die Wut der Hexe zu besänftigen. Kleinen Moment! Das heißt also, dazu müssen wir die Attentäter hinrichten und der Hexe vorführen, als Beweis unserer Ehrlichkeit. Ah ja, ich habe mir schon gedacht, dass es auf sowas hinausläuft. Ein entschiedenes Nein zur Hinrichtung. Wir werden Köpfe der Seeds vorzeigen. Hexe soll denken, dass wir unterwerfen. Warum kämpfen wir nicht gegen die Hexe? Zu welchem Zweck werden wir täglich ausgebildet? Was wollt ihr? Nicht sterben! Ihr gegen die Hexe verloren. Ihr haltet Mund. Okay, cool. Hat er auch wieder recht. Verdammt. Der Direktor Sid sagte auch dasselbe. Hey. Sid! Der Idiot Sid hat Seeds auf Hexenjagd losgeschickt. Was ist, wenn sie versagen? Dann ist alles vorbei. Mein Garten zu Ende. Sid, der Idiot, würde nichts vergeben. Er vergessen, dass ich finanziert habe? Zusammen mit Seedköpfe, auch sein Kopf für Hexe. Du hast aber lange Finger, Alter. Ich befahl Sid zu fangen, die Schüler waren pro Sid. Das ist mein Garten trotzdem. Nein, der Garten gehört nicht nur dir. Was dann? Rektor Sid und Hexe Edna? Gehört der Garten diesem Ehepaar? Was? What? Ihr Direktor und Edna sind verheiratet? Was soll das bedeuten? Jetzt weiß ich. Sid und Edna wollen mich verbannen.
Ihr seid auch Prosit. Ich werde euch nicht vergeben. Okay. Ich gehe hinunter nach dir und ich werde gerufen. Und du schlägst mir vor, dass ich meinen Kopf verliere, damit die Hexe wieder in Ruhe ist. Ich bin überhaupt pro... Ich bin pro Leben, wenn ich das sagen darf. Achtung, Squall. Was? Ihr seid pro Sit? Nein, ich bin nur lebensbejahend. Ist ja kein Problem, oder? Rot, Gelb, Blau. Wenn rot, dann fehlt Zauber, solange Farbe nicht verändert. Mache Feed mit Zauber fertig. Das ist gelb. Ja. Blitz und Engel. Gemach. Also. Ich versuche mal auf ein blaues Auge zu gehen. Ich glaube, ich gehe mal auf das obere Teil, wa? Ah, das sieht schon besser aus. Was ist denn rot? Was ist denn schon wieder rot? Ich greife das mal an, wenn das rot ist. Warum nicht? Alles nix. Oh, wir haben oben das Ding kaputt gemacht. Okay, cool. Hallo, mein Hübscher! Verdammt, Seed. Das ist mein Garten. Ihr werdet das bereuen. Was ist denn jetzt nochmal los? Oh, Leviathan, meins. Leviathan, he's mine now. Leviathan entdeckt. Ah, oh, jetzt habe ich das angegriffen. Das war dumm. Macht nicht wirklich viel Schaden. Gut. Okay. Also ein bisschen schwieriger. Hi, Casual Play. Jawohl. Du hast mich abgelenkt. Ah, hey, welcome. German dude trying to casual play, yes. Sorry. I'm so focused right now for this fight that I'm not aware of any other languages right now. Das ist ganz gut. Easy. Er kann gar nichts. Ich meine, das Squall ist unfair. Ich geb's zu. Leviathan, yay! Das war ja witzig. Fand ich auch. Denk nicht drüber nach. Aber da oben ist ein Drawpunkt. Was fragt ihr mich? Ich weiß genauso wenig wie ihr. Ich weiß nichts. Ich weiß gar nichts.
Daher werde ich reingelegt. Daher werde ich ausgenutzt. Oh, Krise. Das ist ein Drawpunkt. Ja. Wollen wir nicht mit dem Direktor sprechen? Ich will den Drawpunkt. Okay. Wir gehen jetzt zum Direktor. Ist Drawpunkt? Okay, thank you. Girlfriends. Quetzalcoatl ist immer noch dabei, klar. Todesurteil immer noch bei Shiva. Stärkebonus kommt noch. Behandeln kommt noch. 40 HP plus kommt noch. Diabolos ist gut dabei. Karfunkel ist gut dabei. Leviathan kann heilen. Hilfswandler, was macht das? Erzeugt Support-Zauber aus Items. Und wo packe ich den hin? Mit wem koppel ich den? Ach, das ist nur Siren. That ability is not the best. Auto potion? No, I'm not going for auto potion. This is it's something. It's just a waste. It's just a waste of time. I'm going for the I don't know how it's spelled in English or announced. This yeah. This mutate items into spells. I think that's a great idea because I'm very used to the GF system. Bleib ich low life? Also ich bin ein bisschen sehr low. Okay. Item refine, okay. Kann ich an den Drawpunkt kommen? Wo muss ich lang? Okay. Aber mal gucken, was der Direktor sagt. Jetzt, wo wir wissen, dass er verheiratet ist, offensichtlich. Mit der Hexe. Warum gucke ich hier raus? Wieso tue ich das? Steam Version, yeah, but not the remastered one. The it's the port version from PS1. I didn't think the remastered version is worth the money if you already own Final Fantasy VIII. Where is he? Auf einmal ist er auf Englisch. Entschuldigung für alle, die mitmachen. Ihr wisst, ich spreche super gerne Englisch. Ich falle super schnell da rein, einfach Englisch zu sprechen. Deswegen, falls ich zu viel Englisch rede, sagt mir bitte Bescheid. Das passiert so schnell, dass ich umschwenke. Oh, thank you. No, I'm not interested. I think I'm not so invested into the game that bothers me too much. I'm not long enough in any of the locations to really need this right now. Ich wundere mich, wo kann der? Wo kann der schon wieder sein? Der blöde Jan von Direktor. Ich hasse das. So, hey Taya! Schön, dich zu sehen. Vorsicht, wir versuchen gleichzeitig Englisch zu sprechen. But thank you for your offering. Very generous of you. So, hey da! Ihr könnt nicht einfach hinaus. Geht zurück.
Thank you. Vielleicht in der Bibliothek, in seinem Büro. In seinem Büro ist er tatsächlich nicht, da war ich schon. Das hätte ich auch vermutet. Ich gehe mal zum Arzt. Ausgangssperre. Ach so, ja, ich kann ja nicht raus. Ich bin im Meer. Willst du was von mir? Willst du was vom Direktor? Ich will ihn sehen. Nun, der Direktor ist... Schon gut. Wirklich? Ja, ich habe mich genügend ausgeweint. Komm hier hin. Die ist auch Seelsorge? Das ist aber nett. Sie bekommen immer alles mit, wenn ich ins Fettnäpfchen trete. Tja. Nun, worüber wollten wir reden? Ich will Bericht erstatten, die Wahrheit über die Seeds, über die Hexe Edna, über Meister Norg. Wir fangen mal damit an. Erzählen Sie mir etwas über Meister Norg, außer dass er tot ist. Er ist vom Stamm der Shumis, verglichen zu seinen Stammesgenossen ein Sonderling. Ich traf ihn, als ich das Kapital für den Bau des Gartens sammelte. Er war interessiert und wir wurden uns einig. Mit seinem Geld wurde der Garten errichtet. Aber die Unterhaltskosten für den Garten waren gewaltig. Um die Kosten zu decken, haben wir begonnen, die Seeds als Söldner zu entsenden. Norgs Geschäftsmethoden trugen stets Früchte. Immense Geldmengen flossen in unsere Kasse. Und der Garten veränderte sich. Die ursprünglichen Tugenden wurden vergessen, die Wahrheit vertuscht. Soll ich fortsetzen? Es war alles mein Fehler. Ich hätte mich deutlich äußern müssen. Worüber wollen wir reden? Über die Hexe, über die Wahrheit der Seeds. Erklären Sie mir, was es mit den Seeds auf sich hat. Seeds sind Seeds, die Söldnertruppe des Ballengarden. Sie scheinen wohl zu ahnen, dass mehr dahinter steckt. Ich bin immer der Letzte, der die Wahrheit erfährt, offensichtlich. Die Seeds kämpfen gegen Hexen. Der Garden bildet die Seeds aus. Die Einsätze, die von den Seeds erfüllt werden, sind Vorbereitungen auf den Kampf mit der Hexe. Jetzt, wo eine Hexe die Welt in Angst und Schrecken versetzt, beginnt für die Seeds der richtige Kampf. Okay. Über die Hexe Edna. Erzählen Sie mir etwas über Edna. Ich habe gehört, sie wäre Ihre Ehefrau. Das ist richtig. Das ging einfach. Das ging. Informationen rausschütteln wie ein Profi. Hexen means sorceress, right? Yeah. We would not use the term sorceress. We are associating with wizards. Hexe means witch. If we would think of something evil from the get-go. Yes, hexe means witch. So, for us, the game is in a much darker tone because we assume every hexe is a bad thing and not a general magic user. Ah, okay. Edna war seit ihrer Kindheit eine Hexe. Ich habe sie geheiratet, obwohl ich es wusste. Guten Hunger. Taya, wir waren glücklich. Wir haben beide hart gearbeitet. Wir waren wirklich glücklich. Wir haben hart gearbeitet, wir waren glücklich, wir haben hart gearbeitet. Easy life. Eines Tages sagten Edna, sie wolle einen Garten gründen. Ich war von der Idee begeistert. Die einzige Sorge war das Ziel der Seeds, dass Edna und die Seeds eines Tages zusammenprallen würden. Edna hat nur gelacht und sagte, so etwas würde nie passieren. Aber trotzdem. Right here, right now, es passiert. Ich will Bericht erstatten. Nein, nein, das ist nicht nötig. Ich weiß in etwa, was passiert ist. Weißt du nicht? Über die Zukunft. Was wird nun mit dem Garten geschehen? Zunächst müssen wir unsere Irrfahrt beenden. Danach bleibt nur zu hoffen, dass der Garten und die Seeds sich ihrer deutlich eigentlichen Aufgabe bewusst werden. Okay, vielleicht, wie wär's mal, wenn wir die Lautsprecher anmachen und den Leuten einfach mal sagen, wofür die da sind. Okay, das war alles. Okay, das, ja, also... Nun, dann gehe ich wieder. Was ist? Bist du wieder verletzt? Nein, ich... Geh einfach. Was hab ich davon jetzt gewonnen?
Ich habe zwei Malberichte. Ich versuche nochmal Bericht zu erstatten. Nein, nein, das ist nicht nötig. Wieder Bericht erstatten. Gut. Okay. Nun. Das habe ich gemacht. Ich meine, ich habe jetzt alle die Informationen, die ich vorher auch schon hatte, nur halt nochmal. Gibt's Hot Dogs? Das Wichtigste ist, ob es Hot Dogs gibt. Ich meine, ich habe seit Monaten nichts gegessen mit diesem Charakter. I want Hot Dogs. Yeah, I talked about it. I talked about it in the beginning of the game, when you first met him. When we first met him, sorry. Alles restlos ausverkauft, wie immer. Hot Dogs sind eine Sünde. Ich gehe einfach ins Bett. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Ich gehe einfach ins Bett. Ist vorbei. Schlafen? Ja. Tschüss. Schlafen war nicht die Lösung für meine Probleme. Okay. Aber jetzt bin ich wieder geheilt, ne? Dumm. Und wir haben hier keinen Schmied. Das heißt, ich kann nicht mal meine Waffen aufbessern. Was mache ich jetzt genau? Können wir jetzt raus aus Wasser? Ich denke nicht, nein. Ah, okay, I didn't remember from which year Final Fantasy VIII exactly is, so that, So that, I'm curious why they choose Robin Williams. Is there a particular movie they saw, or is that just the character himself? Habt ihr Direktor Sid gesehen? Ja, haben wir. Auf der Krankenstation. Er weint. Was ist los, Sho? Geh mal aufs Außendeck im zweiten Stock. Ein Schiff nähert sich. Vielleicht will sich die Hexe rächen. I don't know. Außendeck, zweites Geschoss. Maybe Jumanji. Maybe. I mean, the character model is a perfect fit for this character. He's a little bit quirky. He's generous and a bit crazy. I think he's a good character model for this. Ein galbadianisches Schiff. Galbadianisch. Sagt es dreimal schnell hintereinander. Ist Direktor Sid hier? Wer seid ihr? Der Direktor ist nicht hier. Seid ihr aus Galbadia? Wir sind Seeds, dieses Schiff gehörte Edna. Wir sind die Seeds der Hexe Edna. Wir kommen rüber, wir sind unbewaffnet. Okay. Natürlich könnt ihr 15 Meter hoch. Backflip. Wir kommen in Frieden. Ja, das glaube ich einfach direkt. Können wir mit Direktor Sid sprechen? Wir suchen Direktor Sid. Ich bin hier. Warum gehe ich zur Seite? Warum stelle ich mich nicht davor? Direktor Sid, wir sind gekommen, um Elione abzuholen. Sie ist hier nicht mehr in Sicherheit. Offensichtlich. Leider haben sie recht. Elione? Die Elonia, Elione aus Windhill? Ah! Ellie! Das ist die wir mit Laguna gesehen haben. Jetzt könnt ihr euch überlegen, wie alt Laguna ist und wie weit wir in die Vergangenheit gerutscht sind mit unseren Träumen. Das war die, das war das kleine Mädchen, das wir bei den Patrouillen gehabt haben. Das ist die uns auf der Krankenstation... Squall, Sie müssen doch Elione kennen. Sie ist irgendwo in diesem Garten. Könnten Sie sie hierher bringen? Wer sind diese Leute überhaupt? Was haben sie hier zu suchen? Squall? Verstanden. Könnte ich andere die Drecksarbeit machen? Please? Kann man die nicht ausrufen lassen? Ich meine, Squall, ist das die Elione, an der Laguna so gehangen hat, oder? Wahrscheinlich. Weißt du denn, wo sie ist?
Dann suchen wir sie, ja? Ich mag den Sprite von ihm so sehr. Das sieht so aus, als ob er die ganze Zeit so ein sassy Face hat. Das ist so witzig einfach. Guten Tag, haben Sie Elione gesehen? Guck dich dieses Gesicht an. Smugface. Hey Bruderherz, was gibt's? Anscheinend nix, weil die Textbox verschwunden ist. Okay, cool. Ist sie auch in der Krankenstation? We played Final Fantasy IX a while ago, and the German translation is all over the place. Character names are a total mess. The real parents of Garnett are totally different names in German, and the chanting for Alexander is so messed up. It's like they praying to cover the world in darkness and destroy all humanity. It makes no sense. Wo kann sie sein? Sie ist nicht in der Cafeteria, weil es gibt keine Hot Dogs. In der Bücherei wird sie auch nicht sein. Ich schätze, sie wird hinten im sie wird ja wahrscheinlich an dem Meeting Place sein, ein geheimen Ort. Yeah, the Final Fantasy IX translation is also in dialects for certain characters, as Cena and Ruby are in dialects. But I think it's a nice addition to the game. But the overall narrative writing and some of the dialogues are so messed up. Yeah, okay. So, aber genug in Englisch. Sorry, but my main audience is in German. I try to keep it German here. It's so difficult for me to not speak English because I very much like to speak English, and I'm okay and somewhat. I think I can handle English quite well, but I think it's annoying for my German audience. Sorry. Hope you can understand. So, wir versuchen es weiter auf Deutsch. Wir suchen Elione. Ihr wisst wen. Ich habe es gerade so ein bisschen erklärt. Sorry für alle. Ich habe es gerade nochmal erklärt. Wir suchen diese Elione. Sie ist doch nicht hinten, weil wir da nicht hin kann. Vielleicht, eventuell, maybe ist sie in der Bücherei, aber ich denke mal. Ich meine, das wäre cool, wenn sie in der Bücherei wäre. Weil dann haben wir Close-Up von ihr. Ah, okay. Naja, fast Close-Up. Das ist halt, das ganze Gesicht ist covered. Okay, thanks. Was ist denn, Squall? Bist du etwa Elione? Ja, ich bin Elione. Das war doch klar. Du bist Elione, die Elione! Was geht denn hier ab? Du kennst Laguna, richtig? Ja, das tue ich. Mein lieber Onkel Laguna. Sag's mir, was war das eigentlich? Es tut mir leid, Squall, ich kann es dir noch nicht erklären. Na super. Das ist ja wieder toll. Das ist ja wieder klasse. Aber eins kann ich dir sagen. Das war die Vergangenheit. Ach, wirklich? Sie ist 20 Jahre älter, dies ist die Vergangenheit. Oh, really? Sorry nochmal, dass ihr das alles ausgehalten habt. Love Push für euch, die hier geblieben sind, während ich mein Englisch poliert habe. Es heißt doch, dass man die Vergangenheit nicht verändern kann. Aber was ist, wenn die Möglichkeit besteht? Würde man es nicht doch versuchen? Verändern die Vergangenheit? Meinst du das im Ernst? Lächerlich.
Also, du bist es. Du bringst uns in die andere Welt. Es tut mir wirklich leid. Schon wieder, durch irgendeinen Blödsinn werde ich wieder verwirrt. Warum ich? Ich habe genug zu tun, lass mich in Ruhe. Es tut mir wirklich leid. Versuch mich nicht einzuwickeln. Oh! Oh! Okay, erstmal hinsetzen. Squall, hast du Elione gesehen? Das bin ich. Alles in Ordnung? Na, ich sitze nur rum. Elione hat mir zugeflüstert. Fuck you. Du Weichei. Ich vertraue nur dir. Warum? Warum ist man immer von anderen abhängig? Jeder soll sich selbst um seinen Kram kümmern. Offensichtlich tun die Leute das gerade um dich herum, nur du nicht. Guckt euch diese Wellen hinten an. Das ist noch wahre Grafik. Ich war nie von jemandem abhängig. Ich habe mich um meine eigenen Probleme und Sorgen immer selbst gekümmert. Das kommt davon, wenn man ein Waisenkind ist. Ah. Als Kind konnte ich natürlich nicht alles allein erledigen. Ich war von vielen Menschen abhängig. Ja, so sisse. Das ist ein geiles Schiff, oder? Das Design ist so cool. Das gebe ich ja zu. Weil andere Menschen für mich da waren, bin ich das, was ich jetzt bin. Ich komme jetzt allein aus. Ich weiß, was ich tun muss, um zu überleben. Ich bin auch kein Kind mehr und weiß alles. He knows everything. Okay, cool. Eine Sache dazu, ich meine, er hat gesagt, er braucht Hilfe. Und warum kann er sich nicht eingestehen, dass andere auch einfach mal Hilfe brauchen? So? Das ist eine Lüge. Im Grunde weiß ich überhaupt nichts und ich bin verwirrt. Ich denke auch, dass du verwirrt bist, Squall. Ich will nicht abhängig sein. Was muss ich denn dafür machen? Einroll. Embryonalstellung, go! Sagt es mir. Jemand soll es mir sagen. Jemand? Bin ich also doch abhängig? Ah, der ist voll abhängig. L. Ich bin allein. Ich werde mich bemühen. L. Ich schaffe es auch ohne dich. Ich werde alles allein schaffen. Ja, moin. Was ist? Du siehst betrübt aus. Ha, Besserwisserin. Ha, du kommst einfach in mein Zimmer, um zu klopfen. Ich hätte nackt sein können. Du willst, dass ich dich in Ruhe lasse. Das habe ich nicht gesagt. Dann ist es Oak. Weißt du noch, an dem Abend, als du Seed wurdest, gingen wir an den geheimen Ort. Lass uns wieder dahin gehen, lass uns so rummachen. Du warst kaltherzig zu mir. Aber jetzt begreifst du vielleicht. Du willst mit jemandem reden. Du willst, dass dir jemand zuhört. Irgendwie schon, aber... Magst du nicht mit mir reden? Du fühlst dich dann bestimmt besser. Oder magst du lieber gegen die Wand reden? Na? Vielleicht soll ich reden? Ich will alleine sein! Warum haben wir eigentlich keine Edgelord-Emotes? Brauchen wir sowas? Ja. Mag sein, dass ich reden will. Gut, gehen wir. Vielleicht bei einer Tasse Tee? Wie Tee? Speichern. Brauchen wir ein Edgelord-Emote? Edge-God-Emote? Ich meine, wir haben so viele Spiele, wo wir immer hier irgendwelche... Irgendwer ist immer down, oder? Eine Tasse Tee vielleicht? Wo sollen wir hingehen? In die Cafeteria? Direkt. Guten Tag, hier spricht Direktor Sid. Ich freue mich, Ihnen mitteilen zu können, dass unser Schulsender wieder in Betrieb ist. Das ist gut. Mit einer großen Schüssel Ramen. Guten Appetit.
Nicht mein Tag heute. Vielleicht hat der Leviathan. Etwas Riesiges müsste mal kommen. Oh nein, wir landen in Fisher's Horizon. Ups. Fisherman's Horizon. Jupp. Du hast Leviathan selbst an der Angel. Thank you, Kans. Have a good night. I hope you to see you again. And sorry for my rather bad English. Bye. And thank you again. Hätte sitzen bleiben können, ihm ist nichts passiert, ne? Squall! Squall von den Seeds! Kommen Sie umgehend ins Direktoriat! Ich wiederhole, Squall, bitte umgehend ins Direktoriat! Ja, wir sind gestrandet! Bitte handeln Sie mit Bedacht! Und das ist wichtig, verlassen Sie den Garten nicht! Es ist nicht gestattet, den Garten ohne Erlaubnis zu verlassen! Darf ich rausgehen? Ah, Sie sind's, Squall. Squall, ein Befehl. Gehen Sie mit Quizzes und Irvine nach Fisherman Horizon. Ihr Auftrag, uns für das Chaos entschuldigen und Ihnen unsere friedliche Absicht mitteilen. Wir haben mit unserem Beyblade Ihre Stadt gerammt. Und Sie haben uns drei bis an die Zähne bewaffneten Söldner losgeschickt. Wir haben diese Monster dabei, die wir beschwören können. Wir kommen auf jeden Fall in Frieden. Und vergessen Sie nicht, die Stadt auszukundschaften. Wie? Was ist los, Squall? Gefällt Ihnen der Befehl nicht? Nicht wirklich. Die Seeds sind keinesfalls nur eine Gruppe von Kämpfern. Ich möchte, dass Sie die Welt da draußen kennenlernen. Gehen Sie jetzt, Squall. Lassen Sie mich in Ruhe. Ich muss Dinge tun. Ein neuer Einsatz? Hey, wir können doch raus? Nimm mich doch bitte mit. Nein. Wir werden in Fisherman's Horizon an Land gehen. Wir entschuldigen uns für das Chaos und werden zudem die Stadt auskundschaften. Nach Fisherman's Horizon kommen wir, wenn wir vom Außendeck im zweiten Geschoss nach draußen gehen. Ein optimaler Übergang. Was bedeutet optimaler Übergang? In welchem Haus lande ich damit? Optimal, ich kann direkt ins Wohnzimmer bei Tante Emma. Nice! Ach so, einfach nur für alle, die sich für mein Leben ab und zu interessieren. Sai und ich haben Gravity Falls durchgeschaut. Wir hatten sehr viel Spaß damit. Also ich kannte es schon, aber Sai hatte sehr, sehr, sehr viel Spaß mit Gravity Falls. Mal gucken, was wir als nächstes schauen. Falls ihr Ideen habt, was man so gucken kann, jetzt sind wir wieder offen für was Neues. Außerdem haben wir noch Jojo und wir haben den Film Batman and Rumble geguckt. Trigun, ist aber auch gut. Da sind sie! Guten Tag. Ihr ahnt es vielleicht schon, aber ich muss euch warnen, bevor ihr an Land geht. Wir hassen Gewalt. Innerhalb der Stadt sind Kämpfe verboten, so lautet das Gesetz in dieser Stadt. Habt ihr verstanden? Ja. Wir repräsentieren den Garten. Wir kommen mit friedlichen Absichten. Willkommen in Fisherman's Horizon. Nennt es einfach F. Okay. Im Zentrum ist das Haus des Bahnhofsvorstehers. Stattet ihm einen Besuch ab. Mit Bahnhofsvorsteher meinen wir den Bürgermeister von F. Das hatten wir auch vor. Gut, dass wir uns verstehen. Ja, wir sprechen dieselbe Sprache. Ganz schön demoliert, ha? Es tut uns leid. Der Garten geriet außer Kontrolle. Wir konnten es nicht verhindern. Macht euch keine Gedanken. Zum Glück wurde ja niemand verletzt. Außerdem lieben wir es, Dinge zu reparieren. Fühlt euch wie zu Hause. Mit dem Schwert den Kran oben abbrech. Ich dachte, ihr liebt es. Dieses Muster, ihr seid der Ball im Garten, oder? Jep. Richtig, woher kennt ihr uns? Ob wir Bescheid wissen? Wir haben die Hülle bemalt. Es ist schon sehr lange her. Das waren Zeiten. Die haben den Garten gebaut. Okay, cool. Also, zumindest angemalt. Wir gucken uns die Sachen mal an. Black Lagoon kenne ich tatsächlich selbst, ja. Guckt euch das an, Fisherman's Horizon, yay! Die dümmste Stadt überhaupt. Sie ist pazifistisch. Wir hassen Pazifisten. Der Ball im Garten scheint völlig kaputt zu sein. Das kommt davon, wenn man ihn nicht richtig wartet. Hat er recht.
Geht's hier nach unten? Bekanntes Gesicht. Soll's nach unten gehen? Ja. Geht in Ordnung. Irvine! Komm! Willst du nach Eshtar? Eshtar? Echthar? Ich hätte gerne Echthar, ja. Liegt am Ende der Schienen, der berühmt-berüchtigte Staat. Etwa nicht? Jeder, der nach F kommt, will dorthin. Deswegen dachte ich. Da keine Züge fahren, geht man am besten von F zu Fuß. Stumpfsinnig, oder? Ach ja, ihr seid ja nur hier, weil ihr einen Unfall hattet. Sorry. Ja, reib es in die Wunde. Oh, wow. Willkommen im Landwagen zum Aufzug. Die einzige Attraktion in Fisherman's Horizon. Achso, er bedient da das Pult, okay, falls ich wieder hoch will. Bekanntes Gesicht 3, sag mal, bist du ein Seed? Ja. Für Geld kämpft ihr doch gegen jeden. Bist du eigentlich glücklich damit? Will er mich anmachen? Nein, nein, ist schon gut. Eure Lebensweise geht mich nichts an. Hauptsache, ihr lasst uns in Frieden. Willst du mich jetzt anmachen oder willst du mich jetzt anmachen? Die gleiche Denkweise wie ich. Kein gutes Gefühl, wenn man es dir ins Gesicht gesagt hat. Ja, jetzt weißt du, was ich fühle, Edgelord. Schaut, da vorne steht das Haus des Bahnhofsvorstehers. Warum zur Hölle heißt das so? Gibt's hier eigentlich ein Dings? Gibt's hier eigentlich einen Laden? Ich brauche unbedingt Hardcore. Oh, ein Drawpunkt, nice. Regener. Ich brauche Hardcore und Drawpunkt. Render Distance, habt ihr gesehen? Ekelhaft. Und im Hintergrund, da rendert noch was. Das ist nicht schön, das machen wir so. Jetzt geht das hier runter, oder was? Gehen wir hier runter? Planet. Hab ich schon mal gehört, aber... Sagt mir gerade nicht. Ich sagte noch, ich bin nicht betrunken. Naja, das sagen alle. Hallo, Lady. Hi, neue Städte, neue Brücke. Ups, sorry. Ich bin normal nicht ängstlich, sondern nur schreckhaft. Der Master vom Balmgarden heißt doch Norg, oder? Hat er sich schon verwandelt? Verwandelt? Norg ist doch vom Shumi-Stamm. Er muss sich irgendwann verwandeln. Shumi-Stamm? Hey, hey, du hast ja wirklich von nichts eine Ahnung. Naja, mach dir nichts draus, Junge. Irgendwann wirst du es begreifen. Okay. Alter Ladenbesitzer. Willst du was oder was? Ich hab kein Eisenrohr. Also schon, aber... Hallo, der fantastische Mk. Schön, dich zu sehen. Ja, aber ich habe schon angekündigt. Ich mache nur so bis 21 Uhr. 21.30 Uhr so in den Dreh. Je nachdem, wie ich einen Speicherpunkt erwische. Du fischst gerne, oder? Na sicher. Genau, schau doch mal, was ich so drauf habe. Oh ja, wirf deine Ruhe. Und hopp. Autsch. Boah, das letzte Mal war es das Ladenschild. Und diesmal bin ich dran. Wenn er angeben will, passiert immer so etwas. Komisch, wieso fliegt alles nach hinten? Vielleicht ist das Gewicht zu schwer. Ja, vielleicht bist du einfach nur dumm, Junge. Vielleicht bist du einfach nur dumm. Kann ich jetzt in die Kneipe oder nicht? Ja, doch. Sohn ist sauber und glücklich. Na, das ist doch schon mal was. Die durch den Garten verursachten Schäden scheinen minimal zu sein. Hier ist ein Interview. Plötzlich ein lauter Knall und die Erde bebt. Toll. Tag. Eine Übernachtung kostet 100 Gil. Ficke er sich. Übernachten. Oh, ich könnte übernachten. Hier gibt es bestimmt eine Zeitung. Ah, ich nehme doch eine Übernachtung. Ficke er sich nicht. Ficken einstellen. Ich komme gleich wieder. So, Moment. Oh, das brauche ich. Davon brauche ich 20 Stück. Keine. Außerdem nehme ich Gegengifte mit, sonst macht sie mich wieder von der Seite an, dass ich keine Gegengifte dabei habe. Eko-Kraut nehme ich auch mit. Schmalwasser brauche ich nicht. Ich brauche noch 5 Zelte. Ah, fuck it, ich übernachte hier. Vielleicht gibt's hier eine alte Timbermaniacs. Da ist eine Timbermaniacs, nice.
Yay! Guck mal, ich finde das cool, dass sie jetzt rumsitzt. Warum machen wir das? Ich meine, das Dreier-Doppelstockbett ist nicht so geil. Züge sind gefährlich. Das ist korrekt. Ich mache jetzt keinen Durchgang und hier hinten weiß ich noch nicht, wo es hingeht. Mal gucken. Was war das? Habt ihr das auch gehört? Überall diese Katzen. Ist die Katze nicht süß? Und dann geht's so. Schönes Wetter heute. Wollt ihr nicht Karten spielen? Ich habe gehört, dass du ungewöhnliche Regeln kennst. Wir können doch unsere mit den galvanischen Regeln vermischen. Wollen wir nicht Karten spielen? Habe ich gespeichert? Nein. Werde ich trotzdem Karten spielen? Fuck yeah. Ah, Random Hand ist so dumm, ne? Ah, ich hab verloren. Oh, Nos. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Ich mach mal so. Okay. Achso, jetzt muss ich anfangen. Na, fangen wir doch an. Bim, 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 bim. Was ist das für ein Viech? Ist ja egal, ich setze meinen eiskalten, meinen blauen Drachen mit eiskaltem Blick, ihr Penner! Oh Gott! Der Druck ist zu hoch! Ich meine, er übernimmt ihn sowieso wieder. Ah, ist nicht so schlimm. Oh, wir können Kaktor machen. Kaktor ist gut. Er hat einen Fehler gemacht. Es ist meine Chance. Fuck. Ich werde verlieren. Oh, Nos! Ah, ich hab gewonnen! Bitch! Kinder! Hahaha! Drawpunkt gewonnen? Wer soll ziehen? Von was? Oh, Hast! Oh ja! Oh Gott, ich mag Züge. Ein Zug ist nicht da. Ich weiß nicht, was ich hier will. Ich glaube, ich gehe einfach direkt zum Burgomeister. Weil ich will hier sonst, glaube ich, nichts, deswegen. Deswegen können wir mal getrost dahin gehen. Ich finde, es ist ja schön, dass die... Oh, der Drawpunkt ist wieder offen. Ich finde es ja schön, dass die Leute rennen hier, unsere Charaktere. Aber ich finde, das Rennen ist sehr langsam. Auch wenn es nach Rennen aussieht, fühle ich mich nicht wie Rennen. Und ich speichere nochmal, weil ich diesen Jungen abgezogen habe. Das ist sehr wichtig. Ich finde, es gibt einige Dinge im Leben, die muss man einfach mal speichern. Wenn du kleine Jungen über den Tisch ziehst, das ist eine gute Sache.
Ach ja, Fisherman's Horizon ist übrigens ein riesiges Solarpanel. Und drumherum ist einfach Stadt. So könnte auch unsere Stadt bald aussehen. Da ist genug Strom für alle. Außer es ist wolkig, dann müssen sie alle aufs Handy verzichten. Hallo? Hallo? Er sitzt einfach auf dem Boden. Warum tut er das? Setzt euch! Okay. Ich will ja nicht unhöflich sein, aber wann wollt ihr abreisen? Wir sind gerade erst angekommen. Ist jetzt ziemlich direkt. Sobald der Garten abflugbereit ist. Und wann soll das sein? Wissen wir noch nicht. Wir wissen nicht einmal, wie der Garten überhaupt funktioniert. Ich werde einen Techniker beauftragen. Er wird die Reparaturen ausführen. Einverstanden? Ein Außenstehender soll den Garten betreten, das kann ich wohl nicht alleine entscheiden. Wenn ihr keine Befugnis habt, solltet ihr es vorher absprechen. Gefällt mir gar nicht, fallen wir euch zur Last? Wir werden schon ihre Gründe haben, es interessiert mich im Grunde nicht. Ihr seid eine Gruppe von Bewaffneten, löst ihr nicht Probleme mit Gewalt? Das widerspricht unseren Grundsätzen. Wie löst ihr denn Probleme? Mit Rumsitzen? Wir glauben fest daran, dass man Probleme durch Gespräche lösen kann. Ja, merke ich. Ich merke, wie ihr mit Gesprächen irgendwas löst, ihr kaltherzigen Bodensitzer, ey. Wenn man sich gegenseitig verständigt, sind Kämpfe nicht notwendig. Da hat sie recht. Und wie sie recht hat. Gewalt ruft Gewalt hervor. Deswegen möchten wir, dass ihr hier bleibt. Deswegen möchten wir nicht, dass ihr hier bleibt. Kommt, wir gehen zurück. Okay, ja, cooles Gespräch. Alles klar, nice. Cool, bleibt wie ihr seid. Was auch immer. Drückt nochmal eine Abschiedsträne raus. Das ist so ärgerlich. Was ist los, Quizzes? Was haben wir denn? Was haben wir für ein Problemchen? Wir sind eben nicht überall willkommen. Gaga, galbanianische Truppen. Okay, cool. Haben die das studiert? Wo genau? Wartet! Floff. Wow, die ist so schnell wie wir. Mit Rückenschmerz. Die Galbanianer haben es doch auf euch abgesehen. Ja, vielleicht. Ihr seid dafür verantwortlich. Wir würden ja schon kämpfen, aber sie könnten das etwas freundlicher sagen. Floff, du darfst nichts erwarten. Außer kämpfen können sie ja nix. Ist der dargestellt hier nach dem Schauspieler von Kill Bill? Ihr wisst schon wem? Ich glaube schon, oder? Das kann man auch freundlicher sagen. Ja cool, waddle du mal weg mit deinen Pantoffeln da. Man kann alles bereden, wenn das bloß so wäre. Ihr seid dafür verantwortlich. Ja, was auch immer. Wir gehen mal hinter dem alten Mann her. Ich glaube, der kriegt das nicht alleine hin. Guck mal, wie in Panik die ganzen Leute sind. Er steht noch auf seinem Boot rum, der mit Soffenden sitzt auch noch auf der Straße. Es scheint nicht so gefährlich zu sein, die ganze Situation gerade. Ich glaube ich jetzt einfach mal. Oh, die haben schon ein ganzes Hausplatz gemacht. Nun, vielleicht will er auch gar nicht, dass wir ihm helfen. Wenn die Galbadianer es nur auf den Garten abgesehen haben, hat der Alte nichts zu befürchten. Worüber sprechen sie gerade? Die wollen uns verkaufen. Wie oft muss ich das noch sagen? In dieser Stadt gibt es kein Mädchen, das Elione heißt. Elione. Wir werden dann die Stadt abfackeln. Wirklich, wir kennen keine Elione. Ha, 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 sagt er. Wie auch immer, die Stadt wird niedergebrannt. Befehl von Edna. Ha, ha, ha. Bitte nicht. Oh, er würde alles dafür tun, Grabwächter, in diesem Moment. Willst du als Erster sterben? Er hat ein Herzchenhemd an übrigens. Das ist mir gerade aufgefallen. Es ist mir aufgefallen, dass er ein Herzchenhemd anhat. Ja. Ich dachte schon, du schaust nur zu. Guck, pass auf dein Hemd auf. Er hat aber Herzen auf seinem Hemd. Der alte Pazzi.
Wer seid ihr? Wir sind die Seeds. Hey, ihr seid Seeds? Holt das Eisenkrat. Das war das. Es tut uns leid, aber wir kennen leider keine andere Methode. Squall! Ja, he dead now. Ja, he very dead now. Leute, euer Kommandant ist tot, dein Typ ist, und dein Freund ist schon am Schlafen. Was meint ihr mit hier passieren? Ich meine, ihr müsst euch immer überlegen, die greifen dreimal an und machen insgesamt keine 200 Schaden und der Gegner fällt tot um. Und ich hau da einmal drauf mit 1500 Schaden. Der zerrappelt einfach alle seine Einzelteile. Was soll sonst passieren? Irgendwas kommt auf uns zu. Was ist dies? Das Ding schon wieder. Warum existiert das noch? Oh, ich weiß, was jetzt passiert. Das ist cool. Das ist eine coole Szene, finde ich. Er hat geschossen. Auf Squall? Oh nein. Ich hoffe, Squall kriegt nicht noch mehr Schaden. Das wäre so unangenehm. Ich kann übrigens gar keine GFs rufen. Ich wollte mal Leviathan oder so holen. Einfach mal zu gucken. Er hat schon wieder aufs Tor geschossen. Oh nein! Ups. Oh nein, Squall ist jetzt im gelben Bereich. Wie unangenehm. Was sollen wir nur tun? Ich glaube, der hat's hinter sich. Ja. Quizzes lernt Gatling Gun. Ah ja, schön. Was auch immer. Und herauskommen. Und deswegen haben die Explosion überlebt. Weil die sich in dem Ding versteckt haben. Squall! Sie sind alle wohl auf, ein Glück. Willkommen zurück, Selfie. Xelrinoa, gut, dass ihr es geschafft habt. Was ist mit dem Garten passiert? Es gab zwar einige Zwischenfälle, aber dem Garten ist nichts passiert. Wir haben nicht. Juhu! Wie kommt ihr eigentlich hierher? Squall, darüber sollten wir lieber später sprechen. Stimmt auch wieder. Chris Irvine, geht mit Selfie zum Garten. Ich werde mich hier noch etwas umschauen. Na, jetzt bist du nicht mehr so laut mit deinem Hemd, hä? Penner. Hi, lange nicht mehr gesehen. Hi. Ich hab dich vermisst. Oh. In der Raketenbasis dachte ich, dass ich sterben würde. Du hast Cypher geliebt. Kannst weggehen. Dann musste ich an dich denken.
Ich musste auch immer an mich denken. Ich auch. Ich habe auch an mich gedacht. An mich? Warum an mich? Jetzt will ich die Antwort auch wissen. Na, warum wohl? Naja, bis dann, Squall. Ja, und warum jetzt? Genau? Vielleicht hätte ich diese Szene romantischer gestalten können. Ah, ist nicht so wichtig. Selfies unsere Waifu direkt cockblocking. Was will die von uns? Selfies unser Girl, hat der Selfie hat eine Raketenbasis in die Luft gesprengt und so. Romantisch. Feuerwerk und so. Mann, wir gehen mal zurück nach Hause. Rennt hier Xell noch irgendwo rum? Mit Xell will ich viel lieber reden, ganz ehrlich. Wenn du den Lift benutzen willst, sag einfach Bescheid. Ich will den Lift benutzen. Ja. Okay, steig ein. Ja, ich steige ein. Ah, das ist Irvine. Der Rahmen sieht gut aus, Taya. Oh mein Gott. Oh, anscheinend muss ich langsam gehen und reden. Oh Gott. Tja, Irvine, der Cell ist wieder da. Und Selfie. Rat mal, wer die Gruppe verlässt. Direktor Sid hat das Okay-Zeichen gegeben. Der Reparaturtrupp ist jetzt im Garten. Verstanden. Ach ja. Was ist? Die Leute von F sind doch hochqualifiziert. Ich habe etwas, was ich repariert haben möchte. Ob es in Ordnung ist, wenn ich die mal frage? Wenn die Arbeit am Garten nicht in Verzug geraten, warum nicht? Aber übertreib's nicht. Oak? Na klar, mach ich natürlich. Ich meine natürlich nicht. Wieso folgst du mir? Selfie ist etwas betrübt. Du bist der Anführer. Es ist doch deine Aufgabe, sie aufzumuntern. Aber du magst ja solche Geschichten nicht. Ich dachte mir nur, ob ich da nicht nachhelfen kann. Wo ist Selfie? An der Bühne für das Sommerfest. Oh, da muss ich auf jeden Fall. Ich will auf jeden Fall zu Selfie. Selfie ist bedrückt? Nicht während unserer Schicht. Moment mal. Mit Reparaturen haben sie also das gemeint. Dachtest du, die kommen mit Hammer und Schraubenzieher? Nein, natürlich nicht. Komm jetzt. Wenn es um so etwas geht, ist auf unseren Boss Verlass. Auf unseren Boss. Ach, guck mal, die haben das verkabelt. Okay, ja. Aber dann haben die doch viel am Garten gebaut. Wenn die Anschlüsse kennen und wissen, wie die das verbinden. Ich meine, das ist ja schon eine Riesenanlage. Das ganze Ding hier. Das ist ein riesiger Panzer. Ein riesiger Beyblade-Panzer. Beyblade! Ich wünschte, ich hätte jetzt das Intro, was ich einspielen könnte von Beyblade. Fuck! Scheiß drauf, ich mach's. Wartet. Das müssen wir jetzt machen. Egal, wenn eben nur die fünf ersten Töne von Beyblade. Ja, das müssen wir einfach machen. Ich glaube, das hole ich mir als Soundbild. Völliges Übersteuerung. Okay, er hat nicht Beyblade gerufen, schade. Das ist nicht so schlimm. Ich dachte, das Erste, was die machen, ist Beyblade rufen. Ist nicht so wichtig. Schade. War doch wichtig. Jetzt tut mir mein Herzchen weh. Nicht so schlimm. Wäre eine geile Nummer gewesen, oder? Beyblade.
Ich meine, wir fahren noch ein paar Mal mit dem Garten. Ich werde es vorbereiten, keine Sorge. 4000 Geld. Oh, da ist sie. Die weint. Oh nein. Hey. So ein Reinfall. Der Garten fliegt. Wir sind mit F kollidiert. Kein Wunder. Ich hätte so gern die Band hier auftreten sehen. Ich hatte schon eineige Musiker in Aussicht. Moment, was? Ach ja, ach je. Sieht niedergeschlagen aus. Trösten Irvine überlassen. Pff, Irvine, kannst du weggehen? Wird schon werden. Danke, Squall. Dass du mich tröstest, ist ja was ganz Neues. Ich wirke wohl ziemlich trübselig. Ganz was Neues. Ich empfinde auch wie ein normaler Mensch. Ja, klar. Nur gegen die meisten Dinge kannst du sowieso nichts unternehmen, oder? Es nervt mich tierisch, wenn ich mit Leuten reden muss, deshalb. Hey, du grübelst ja wieder, aber laut sagen tust du es nicht, gell? Na und? Wir reden gerade über dich. Lass mich gefälligst aus dem Spiel. Ich bin ganz aug. Keine Sorge, Squall. Irvine Kineas, ich überlasse sie dir. Nein, tu's nicht! Hä? Squall, Squall, kommen Sie bitte ins Direktoriat. Was denn jetzt schon wieder? Ich würde gerne mit Xell reden, wenn ich ganz ehrlich sein darf. Es bringt ja nichts, sich hängen zu lassen. Genau, Selfie. Wir wollen Fun haben. Fun? Was denn, was denn? Jetzt zeig's ihr. Fragen wir doch die Leute von F, die gerade den Garten reparieren. Für die ist es doch ein Kinderspiel, die Bühne wieder flott zu machen. Meinst du, ob sie wohl ja sagen? Keine Sorge, ich werde dir helfen, die Leute zu überreden. Das heißt ja! Die von dir produzierte Band wird es trotzdem geben. Wuhu! Dann lass uns doch mal nach ein paar Musikern suchen. Das klappt ja. Das wird cool mit ihr. Nein, 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 nein. Die Band wird schrecklich. Das wäre alles. Ich verstehe. Selfie hatte es schon berichtet. Sie müssen es schwer gehabt haben. Selfie meinte, dass sie den Bericht in ihrem Tagebuch veröffentlichen will. Sie sollten einmal hineinschauen. Übrigens, in ihr Tagebuch? Wieso? Schien es das Ziel der Gabalianer zu sein, Elione zu finden. Offensichtlich auf Befehl der Hexe. Elione besitzt die Kraft, die Gedanken eines Menschen in die Vergangenheit zu schicken. Ob sich die Hexe Edna diese Kraft einverleiben will, oder gibt es andere Gründe? Sie meinen, die galbadianische Armee handelt auf Befehl Ednas und hat in Elione gesucht? Ja, das habe ich gerade berichtet, ja. Genau das habe ich berichtet. Sie hatten auch den Befehl, die Stadt niederzubrennen, unabhängig davon, ob sie Elione finden oder nicht. Sie wollten wohl die Stadt zerstören, um keine Zufluchtsstätte zu bieten. Verstehe. Die Hexe Edna wird diese Taktik weltweit anwenden, bis sie Elione gefunden hat. Wir können nicht mehr länger warten. Das bedeutet Kampf mit der Hexe. Hexe, Entschuldigung. Hier spricht Direktor Sid. Ich habe Ihnen etwas mitzuteilen. Sie sind alles Hexenjäger. Ich habe Ihnen alles etwas sehr Wichtiges mitzuteilen. Die Antriebsaggregate des Gardens werden zurzeit repariert. Wenn die Reparaturen fertig sind, werden wir verlassen und uns auf eine Reise begeben. Cool. Yay, Kreuzfahrt. Xell! Wir werden gegen die Hexe kämpfen. Der Garten wird uns als Stützpunkt dienen. Das Management wird weiterhin von mir und dem Team geführt. Xell hat doch keinen Hunger mehr auf Hot Dogs. Er kommt nach oben. Da ist ein Drawpunkt in der Bücherei. Moment mal. Uns steht ein Kampf bevor. Dazu brauchen wir einen fähigen Anführer. Ich, der Direktor, habe Squall zum Truppenführer ernannt. Moment, was? Ich bin der Truppenführer. Der Truppenführer! Andere nennen das. Ab sofort übernimmt Senpai Squall das Kommando über den Garten. Im Ernst? Ich wünsche uns allen viel Glück. Das ist nicht fair. Wer meine Entscheidung nicht gutheißt, soll sich direkt bei mir beschweren. Was ist mit meiner Meinung? Squall, Senpai Squall, es liegt jetzt alles an Ihnen. Das ist Ihr Schicksal. Der Kampf mit der Hexe war schon immer Ihre Bestimmung. Ah ja. Tun Sie nicht so, als sei mein Leben schon vorbestimmt gewesen.
Doch, war es leider. Ich hab... Mit der Hexe kämpfen ist Oak. Solange ich ein Seed bin, ist das ohnehin unumgänglich. Solange ich ein Seed bin. Aus der Seed-Einheit austreten? Austreten und was dann? Was bleibt da noch von mir? Ich will nicht mal daran denken, kommt nicht in Frage. Ich muss tun, was der Direktor gesagt hat, den Garten führen und die Hexe besiegen. Nicht die Kämpfe. Was mir zu schaffen macht, sind die anderen. Ich muss so schnell wie möglich die Hexe beseitigen und das Ganze beenden. Die Hexe ist doch die Ehefrau von Direktor Sid. Heißt das, wir sollen seine Frau beseitigen? Wie muss man sich fühlen, einen solchen Befehl zu geben? Ja, das ist eine gute Frage. Hallo allerseits. Darf ich vorstellen, die Produzentin, Selfie. Danke. Da Squall nun zum Kommandanten befördert worden ist, möchte ich Ihnen als Zeichen der Freundschaft ein Musikstück schenken. Das wird ein Spaß. Und wer soll das Stück spielen? Schau dir doch mal um. Wo? Meinst du etwa uns? Ob das gut geht? Nein. Lass es uns einfach probieren. Instrumente und Noten stehen bereit. 4 Leute bilden die Band. Wow, cool. Tut mir leid, aber du spielst nicht in der Band, Renoir. Was, ihr wollt mich ausschließen? Nein, für dich habe ich eine besonders wichtige Aufgabe, Renoir. Und was sollen wir jetzt tun? Wir können nicht einfach drauf losspielen. Darüber wollte ich mit euch sprechen. Da ich habe diesen Posten angenommen, gleich nachdem ich die Schule gewechselt habe. Mein Vorgänger hatte Noten bereitgestellt, aber nach dem Chaos letztens sind die Blätter durcheinander gekommen. Das Stück besteht normal aus 4 Stimmen. Ich habe aber hier 8 Stimmen. Aus den 8 müssen wir die 4 richtigen aussuchen, dann müsste das Stück stimmen. Aber wenn wir die falschen Stimmen erwischen, haben wir einen Salat. Jeder nimmt ein Instrument und spielt seinen Part. Irvine wird dann die richtigen aussuchen. Was soll Xell spielen? Steppschuhe. Xell soll Steppschuhe spielen. Alles klar, nehme ich. Warum kann er das? Und, okay? Okay. Was soll Irvine spielen? Klavier. Naja, ist okay. Was soll Selfie spielen? Fucking E-Gitarre, Baby. Naja, ist okay. Und Chrises spielt Flöte. Ist okay. Am Abend beginnt dein Part, Renoir. Ich bin so aufgeregt, wird schon schief gehen. Ich freue mich so auf den Abend. Ich mich auch. Vor allem auf die Musik. Verdammt langweilig. Was die anderen wohl machen. Entschuldigung. Aber, habt ihr schon mal eine Band gesehen? Klavier, E-Gitarre, Steppschuhe und fucking Flöte? Da kommt er. Boah, Renoir, Alter. Viel Glück, Renoir. Mit dem kurzen Kleid, das ist so gar kein Ding. Hey, wie geht's? Naja. Du machst wohl auf Trübsal. Sag jetzt nicht, nicht wirklich. Wenn du das sagst, kann ich mich gleich vergessen. Wie wär's mit einem Live-Konzert? Kein Bock auf sowas. Aber ich komm ja schon. Super! Du hast eine tiefe Stimme, Renoir. Moment, geht sofort weiter. Einen Moment, stopp, halt. Danke. Hey, ihr beiden! Das sieht ja vielversprechend aus. Da gibt's einen Ort, wo ihr beiden eine schöne Zeit verbringen könnt. Dem Klo? Neben der Bühne, ich hab's reserviert. Dort, wo die alten Zeitschriften liegen. Ihr könnt sie benutzen? Mmh.
Du brauchst mir nicht zu danken. Ich bin froh, wenn ich meinem Chef dienlich sein kann. Was für Hefte? Ich werde es mir anschauen. Wenn ich komme, müssen wir uns aber abwechseln. Moment, was? Moment, Moment, Moment! Ah? Wood? Was? Scheint wohl nicht zu klappen. Ach, vergiss es. Alles an dieser Szene war merkwürdig. Ich will nicht darüber reden. Squall! Das ist ein Geschenk an unseren neuen Kommandanten, Senpai Squall. Und auch an dich, Rinoa. Lass es krachen, hier kommt die Selfie-Band. Uff, die Schmuddelhefte. Schon aufgeklappt. Das muss der Platz sein, den Irvine gemeint hat. Oh, da liegt ein unanständiges Heft. Hier, ich habe euch die Seite 69 aufgeschlagen. Du wolltest mit mir reden. Ist das Oak hier? Können wir bitte das Heft zumachen wenigstens? Nein? Okay. So, raus mit der Sprache. Squall, du führst doch jetzt den Garten an. Das muss sehr anstrengend sein. Willst du mich unter Druck setzen? Ja. Ja, das möchte sie. Sie möchte dich unter Druck setzen, Squall. Das ist genau das, was hier passieren soll. Du hattest harte Zeiten vor dir. Du wirst manchmal nur noch vor dich hin nörgeln. Wir haben vorhin darüber gesprochen, dass du dir die Probleme wahrscheinlich alleine aufbürden wirst, weil die Musik im Hintergrund ist so nervig. Ihr habt über mich gesprochen? Nee. Wir sind sehr gut im Nachahmen. Besonders dich, Squall. Du runzelst so die Stirn. Bis morgen. Halt, sorry. Wir haben darüber gesprochen, dass du wahrscheinlich nicht allein die Antwort auf alle Fragen finden kannst. Dort ist ein Meat Grinder. Ach nee, das ist so ein... Okay, ganz cool. Ha! Ich denke mal, ihre Panties spiegeln sich unten. Ist nicht so schlimm. Es ist egal, was. Es ist wirklich egal, über was. Nur sprich einfach mit uns. Sprich über deine Sorgen und Probleme. Es ist so interessant, dass die Steppschuhe so krass rauszuhören sind. Vielleicht können wir dir helfen. Wir wären dann auch in der Lage, unsere Kräfte auf die Mission zu konzentrieren, meinte Quizzes. Quistis. Wenn man sich auf andere verlässt, ist die Enttäuschung später groß. Wir können alle nicht ewig zusammenbleiben. Wir können es versuchen. Wenn du Freunde hast, die dir vertrauen und Erwachsenen, denen du vertraust, fühlst du dich geborgen. Aber es ist falsch, sich daran zu gewöhnen. Ist einfach so. Panties! Eines Tages wirst du aus dieser Geborgenheit herausgerissen. Begreift ihr nicht, man fühlt sich verlassen und das ist sehr, sehr hart. Irgendwann kommt so ein Zeitpunkt, es ist schwer, das zu überwinden, deswegen will ich alleine sein. Ich brauche keine Freunde. Mein Gott, das nervt, wie ich so etwas hasse. Ja, die Musik ist echt nervig, was? Meinst du mich? Wenn du meinst. Nicht du, Squall. Das Stück, was sie aufführen, nervt. Ist ja schon gut. Hey, warum gehst du? Das war doch nur ein Missverständnis. Ich will mit dir reden. Ich rede nur, wenn ich dazu Lust hab. Dann erzähl mir, worüber du Lust hast zu reden. Willst du jetzt nicht reden?
Du willst ja selbst nicht reden, weil dich die Musik nervt, oder? Das habe ich nicht gesagt. Du willst nicht reden, weil ich es bin? Das habe ich nicht gesagt. Sorry. Ich hätte es merken müssen. Cock blockt! Naja, egal, das ändert sowieso nichts. Ich will lieber allein sein. Ja, ist aber wirklich so. Alter. Oh, Ohrenkrebs. Hätte man was dafür gekriegt, außer ein Achievement für den besseren Song? Holy heck, war das schlimm. Au, oh, meine Ohren. Steppidi, steppidi, stepp. L. Ich bin allein. Ich werde mich bemühen. Das ist Mini-Squall. Ich schaffe es auch ohne dich. Ich werde alles allein schaffen. Squall. Senpai Squall, bitte sofort auf die Brücke. Schulsprecher. Senpai. Ich habe mir das ausgesucht mit der Musik gar nicht ganz. Ich meine, Irvine hat ausgesucht. Und er hat alles im Griff, hat er gesagt. Und er hat zu allen gesagt, ja, schon gut. Okay. Ich meine, diese Szene ist extrem lang. Ihr merkt irgendwie, wir haben bis jetzt, ich glaube, wir waren die letzten 3 Stunden oder so nur im Garten. Also es ist schon ein großer Abschnitt hier. Und ich glaube sogar, dass hier nach die Dings gewechselt wird, so wieder die CD, weil so groß ist das Game Story-mäßig gar nicht. In den Keller. Der 7. und 8. Teil sind Emo. Ja, aber Dings ist auch Emo. Alle Hauptcharaktere bei Final Fantasy sind übrigens Emo. Oder meint ihr, Zidane ist anders? Zidane ist doch genauso. Er zweifelt doch genauso an sich selbst, auch wenn er es nicht im Vordergrund sagt. Ich finde aber im 7. Teil ist halt Dings... Ich finde Cloud... Entschuldigung, wenn ich das jetzt sage. Und ihr kennt meine Meinung zu Final Fantasy 7. Auch wenn ich auf das Remake gespannt bin. Cloud ist extremst nervig. Cloud ist ein extrem nerviger Charakter. Und seine Probleme sind extrem... Die sind nicht existent. Die sind in dieser Welt nicht existent. Das ist einfach... Das ist genau wie Squalls... Emo-Phase. Ja, ich brauche ja niemanden. Damals habe ich welche gebraucht. Damals habe ich welche gebraucht und jetzt brauche ich keine mehr. Boah, es nervt voll, dass andere Hilfe brauchen. Ich brauche ja auch keine Hilfe, aber eigentlich will ich ja Hilfe. What? Hallo, Senpai. Das ist dein Rang. Ich und Quizzes haben uns das ausgedacht. Sorry, dass wir das ohne dein Wissen beschlossen haben, aber wir mussten uns die Arbeit teilen. Ich werde mich innerhalb des Gartens um den Nachwuchs kümmern. Geil. Sie alleine? Boah, krass. Ich werde zusammen mit Dr. Kadowaki nach den Schülern sehen. Dein Aufgabengebiet umfasst die Routenplanung und das Strategische. Willst du dich aus wie ein Navi oder was? Ach ja, lass Selfie ein wenig ausruhen. Sie meinte, dass alles in Ordnung wäre, aber das mit den Raketen scheint sie mitgenommen zu haben. Und, okay. Auch einverstanden. Gut, ich habe etwas zu berichten. Wo ist Sid? Hi, Squall. Ach ja, du weißt doch, dass die Leute von den Garten repariert haben. Die Arbeiten sind jetzt fertig, das heißt, der Garten kann wieder fliegen. Übrigens, ich bin jetzt für die Steuerung zuständig. Die Leute von F haben mir alles erklärt, überlass also mir das Steuern. Sag mir einfach Bescheid, wenn du los willst. Wohin jetzt? Leider haben wir zu wenig Infos. Hört mal, wie wär's, wenn wir ganz kurz nach Ballum zurückgehen? Wir haben schließlich die Stadt beschädigt, wie es wohl dort aussieht. Vielleicht passiert in Ballum genau dasselbe wie in F. Es ist ja ebenfalls eine Hafenstadt. Du hast recht, was machen wir, Squall? Ja, wir rammen die nächste Stadt, auf geht's. Easy. Legen wir ab. Wir wollen los. Die Route lege ich unterwegs fest. Die Mannschaft soll sich bereit halten. Hier spricht die Brücke. In Kürze wird der Garten seine Reise fortsetzen. Bitte anschnallen.
Senpai Squall möchte vorher seine Antritts auf... Also, ich ach, eine Rede muss ich auch noch halten. Cool. Darauf habe ich keinen Bock. Schalte das Mikrofon aus. Die Uhren. Ach so, ich muss mal... Ah, ich nehme... Ach, ich darf Selfie nicht mitnehmen. Dann nehme ich Quizzes mit. Dann mache ich diese Gruppe. Dann mache ich die Gruppe. Ja, ja, was auch immer. Ah ja, cool. Hi, Xer. Kann ich mit dir reden? Nope. Wer hat denn jetzt hier was? Du hast Quetzalcoatl und Shiva. Cool. Ich hab meinen Kader, ja. Und sie hat keine Gefs. Sie hat keine Girlfriends. Das kann ich ändern. Austauschen. Mit. Genau, jetzt müsste Chris's Siren haben, richtig? Anscheinend nicht. HP-Kopplung. Habe ich noch irgendwas? Ich könnte Engel nutzen. Ich könnte Erzengel nutzen. Machen wir das. Ich meine, jetzt, wenn wir hier drin sind, letztes Mal hieß es, oh, warum hast du nicht Stärke gebunden oder so? Jetzt kann ich das ja auch machen. Analyse. Eis. Was ist mir? Ah, und ich muss, das hier muss ich machen, glaube ich. Dann nehme ich Engel. Warum nicht? Außerdem nehme ich... Das nervt mich extrem mit den Zaubern. Alles. Irvine. Selfie. Quizzes. Zack. Alles. Okay. Wo sind meine Zauber hin? Okay, das ist besser. Ah, ich sollte nicht Engel und Erzengel nutzen, wenn es geht, ne? Hat er wahrscheinlich recht. Vielleicht so. Habe ich nicht Schlaf dabei? Doch. Oh, Medica ist ja cool. Abulutuis. Wir brauchen GF und Item und Draw und HP20 und Wünschelrute. Fuck. Dann brauchen wir Xel. Bei ihm ist alles in Ordnung, soweit, glaube ich. Ach, er könnte jetzt auch einen Elementarangriff machen. Ja. Ambulitori ist auch in Ordnung. Okay. Der fucking Galbadia Garden. Wie komme ich raus aus dem Schiff? Steige ich aus? Achso. Was ist denn hier los? Was ist passiert? Guten Tag. Die Stadt wird im Namen der Hexe Edna gesperrt. Ohne Erlaubnis darf niemand durch. Es wird einige Tage so bleiben. Wenn die Stadt komplett durchsucht ist, seid ihr dran. Wartet hier. Hey, wie sieht's denn drinnen aus? Ich hab keine Ahnung. Was soll ich tun? Was passiert mit der Stadt? Wann können wir hinein?
Hätte ich bloß meine Tochter mitgenommen. Ich hoffe, dass sie brav zu Hause ist. Ah ja, stimmt, Xell wohnt ja in der Stadt. Seit Tagen ist die Stadt gesperrt. Unsere Tochter wartet auf uns, aber wir können nichts machen. Die Hexe hat Soldaten hier entsandt. Heißt das, dass die Welt vor ihr kapituliert hat? Warum lauft ihr herum? Verdächtig. Was suchen die Galbardianer in dieser Stadt? Was ist mit euch? Seid ihr Einwohner? Yo, ihr könnt doch wenigstens die Einwohner reinlassen, oder? Betreten verboten heißt, dass niemand herein oder heraus darf. Verstehst du, was ich sage? Hä? Willst du mich verarschen? Was ist? Was wollt ihr noch? Du sagst, dass die Stadt gesperrt ist. Das heißt doch auch, dass der Informationsaustausch gestoppt ist. Schade, wir hätten Infos über Elione. Was? Elio? Stopp! Erzähl los, ihr kennt Elione? Ich bin mir noch nicht sicher, dazu muss ich in der Stadt etwas nachprüfen. Lasst uns also rein. Wenn ihr etwas herausgefunden habt, berichtet es dem Kommandeur im Hotel. Ihr werdet dann bestimmt reichlich belohnt werden. Er auch, keine Sorge. Er auch. Ich will immer noch Quizzes mitnehmen, ja? Haus 1. Guten Tag. Meine Eltern kommen nicht nach Hause. Ich mag das nicht, ich will nicht mehr. Wo bist du? Die Eltern sind abwesend, ich muss das Kind zum Nachbarn bringen. Ich weiß nicht, was aus Balm wird. Galbardia und die Hexe kennen keine Skrupel. Vielleicht kennen die doch. Ich bin zu Hause. Huch. Wo ist Mama Kun? Wo ist Mama Cell? Hier? Alles okay, Mutter? Xell, wie bist du reingekommen? Wir haben es einfach erzählt. Wir haben einfach erzählt, dass wir einige Infos über Elione haben, das war's. Puh, ich dachte schon, dass du die Soldaten verprügelt hast. Die Hexe würde diese Stadt zerstören, wenn es hier zu Unruhen kommt. Das sagten die Galbardianer. Ist die Hexe Edna in der Stadt? Ich sah auf jeden Fall eine Frau mit einer Augenklappe und grauen Haaren. Fujin, sie ist also hier. Lass mich einfach ran, ich werde sie vertreiben. Ist Cypher auch hier? Sie wollen die Stadt für einige Tage abriegeln, aber ich glaube ihnen nicht. Die ganze Stadt ist genervt. Sowohl wir als auch die Soldaten. Hallo, Mutter der Rotznase. Ich hoffe, dass wir nicht gestört haben. Xell, die Menschen setzen zwar auf dich, aber bitte übernimm dich nicht. Zeig den Galbardianern sanft, wie der Hase läuft, okay? Hey, ich dachte, du machst dir Sorgen über mich. Naja, ich werd's denen zeigen. Hallo, Rotznase. Xell, endlich bist du da. Ich habe eine Spitzentechnik entwickelt. Super Wundertritt. Okay. Hört sich jetzt nicht so super an. Ich darf immer noch nicht in sein Zimmer. Ja, das ist traurig. Wenn ihr nichts zu suchen habt, geht gefälligst nach Haus. Die Frau sagt nix. Hey, Xell. Ich meine, ich würde so gerne neuen Kram bauen. Achso, apropos neuer Kram. Ich sollte mal eventuell die neue Waffenzeitschrift auf lesen. Das ist hier die Waffen. Waffen April wahrscheinlich. Ne, da sind die Dinger drin. Habe ich nicht noch eine andere gekriegt? Ich kann jemanden den großen Dino-Knochen geben. Ich weiß noch nicht warum. Habe ich keine andere Zeitschrift bekommen? Ich dachte, ich hätte Juli oder so bekommen. Ach, nicht so schlimm. Ability, Lebenswandler, Zelte, Vigra, braucht Quizzes, und zwar 100. So, außerdem brauchen wir, da haben wir auch Vigra. Ah, wir könnten theoretisch Blitzgar fertig machen. Wir haben gar keinen Blitzgar. Das ist natürlich schlecht, davon brauchen wir auf jeden Fall 100.
Itemwander können wir gar nicht machen. Und Kältewander ist mir egal, okay. Wir hatten keinen Blitzgar. Ah. Das ist besser. Nochmal 20 Attack plus. Was ist genau der Körperwert? Was sagt der genau über mich aus? Ah, ich pack Zombie drauf, fuck it. Und hier nehmen wir Blitz. Vielleicht nehmen wir Aero. 37 Windschaden, was auch immer. Da können wir nämlich hier auch die Migra lieber nehmen. Das sieht doch besser aus. Oh, wir können uns vor allem schützen. Ja, cool. Aber dann können wir die Zauber auch nicht mehr wirken. Ist auch nicht so schlimm. Dann ist sie unser Verteidigungsmäuschen, das geht schon. Müssen wir bei unseren Girlfriends noch was lernen? Ich glaube nicht, oder? Ich glaube, ich mache den Abschnitt jetzt noch eben fertig. Das dauert ja nicht mehr lange. Oh, wir haben der Stärke-Bonus plus. Wir müssen gegen irgendwas kämpfen. Das wäre natürlich geil. Oh, ich habe seit gestern nichts mehr gegessen. Mein Magen ist komplett verstimmt. Gott, ich habe Hunger. Ich kann nicht richtig gehen. Oh, von mir aus. Na, von mir aus. Der Kommandeur hat uns befohlen, niemanden durchzulassen. Was ist? Eine Information über Elione? Was mache ich jetzt? Schon wieder ein Gerücht. Wenn ich wieder etwas falsch mache, wird mein Sold gekürzt. Das Problem ist, dass unsere Vorgesetzten je nach Laune unseren Sold bestimmen. Wir haben leider nicht das Recht, unsere Vorgesetzten auszuwählen. Hey, wir haben wirklich nützliche Infos. Führt uns zu eurem Kommandeur. Irgendwie sind sie verdächtig. Das denke ich auch. Irgendwas stimmt da nicht. Fragt das unseren Truppenführer. Er ist auf Patrouille. Ich habe auf dich gewartet. Recht bitte, mein Meister. Die Galbalianer haben ihn seinen Arm gebrochen. Dabei hat er nur gefragt, was jetzt aus Ballen wird, wenn ich bloß stärker wäre. Ihr solltet froh sein, dass wir die Stadt nicht angezündet haben. Okay, wenn du das sagst. Ich denke, dass es diese Elione gar nicht gibt. Das ist eine Lüge. Das ist alles nur eine Lüge. Wo ist der Kommandant? Wo ist der Patrouillierer? Ich glaube, den habe ich vorhin gesehen. Die Vorräte in dem Laden sollten langsam ausgehen. Dank Din ist bisher noch keine Panik ausgebrochen, aber das ändert nichts an der Tatsache. Die Galbadianer wollen uns quälen. Wir sind jetzt alle ziemlich am Ende. Ist der Patrouilleur hier? Der Truppenführer, was wollt ihr von ihm? Wenn ihr was wollt, geht ins Hotel und sprecht mit dem Kommandeur. Nee, das ist dann der Falsche. Was habt ihr am Bahnhof zu suchen? Fort mit euch! Falls ihr etwas wisst, geht ins Hotel und erzählt es unserem Kommandeur. Der Kommandeur ist zu groß, er kann nicht auf Dächern schlafen. Oder in Häusern. Er muss noch in der Stadt sein. Ich mag das nicht. Ich will das nicht. Vielleicht bei uns im Haus? Der alte Rattensack. Wir gucken mal. Hier ist alles in Ordnung. Er ist groß. Der schläft. Der schläft bestimmt hinter den Autos.
Hm, oder nicht? Ein Drawpunkt. Und hier? Drawpunkt Vita gefunden, what? Ja, super. Der Kommandeur hat gerade hier geangelt, er will diesen Fisch essen. Wo würde ich denn einen Fisch... Wenn ich ein Truppenführer wäre und ich müsste einen Fisch essen, wo würde ich das tun? In einem Haus mit einem Ofen. Da kam ein Galbadianer, der unsere Küche benutzen wollte. Er hat einen stinkenden Fisch zubereitet, jetzt riecht die ganze Wohnung danach. Ja, und nu? Ist der noch da? Das ist ein Fisch to go, oder was? Wo ist der hin? Seltsame Rätsel gibt es. Jetzt ist er wahrscheinlich wieder hier runtergelatscht, ja. Muss ich jetzt den Suchhund holen, ernsthaft? Okay, offensichtlich soll ich jetzt dem Suchhund folgen. Machen wir das noch. Ich wollte eigentlich nur noch diese Szene spielen, aber anscheinend ist diese Szene länger, als ich das will. Und anscheinend will dann die Szene auch einfach nicht enden. Macht aber nichts. Jetzt können wir doch hier hinten hin. Ich dachte, wir können nicht in den Bahnhof. Raijin! Das ist der Anführer? Das ist Raijin, hinterher! Ich sehe schöne Blumen. Mir egal. Wo ist er hin? Hey, ihr da! Ihr dürft da jetzt nicht reingehen. Unser Kommandeur hat gerade den Truppen für... Der Kommandeur ist Cypher. Fujin, Hysterie, ich habe mal richtig gearbeitet. Ich muss nur mal den faulen Suchhund wecken. Hey, ihr da, ihr müsst mir mal helfen. Wir versuchen mal zusammen, Fujin zu beruhigen. Fujin ist der Kommandeur. Raijin. Oh, was macht ihr mal hier? Wir sind hier, um mal Balam zu befreien. Ich meine, wir sind hier, um Balam zu befreien. Cypher meinte mal, wenn Squall kommt, könnt ihr ihn mal ganz locker umhauen. Ihr helft mal mit. So was nennt man Seitenwechsel. Jetzt wäre ein Emo-Emote, genau das Richtige. Quiz ist es angeschlagen, oh nos. Oh ja, Blitz da, cool. Hyper Vibra. Ich hoffe, damit fallen einfach die Gegner um. Die anderen beiden, die er noch dabei gebracht hat. Uff. Perfekt. Nur 800er mit dem 900er Abschluss? Ich meine, so ein bisschen Leben ist ja in Ordnung. Wir können ja bis 600 oder 700 Leben hochgehen. Ungefähr so wie bei Quizzes. Ich denke, das war's. Das war's mal.
Ja. Stärke plus, erhöht Stärke eines Charakters, ha? Kartenwandler gelernt, endlich. Endlich. Okay, jetzt ist der Kommandeur dran. Wie wär's, wenn wir nochmal kurz, nein? Okay. Bist du der Kommandeur? Verpiss dich aus Ballen. Raijin verloren? Ganz recht, wo ist Cypher und die Hexe? Ich werde euch alle niedermachen. Nur mit der Ruhe, Xel. Scheinbar bist du hier allein, Fujin. Willst du trotzdem kämpfen? Wut. Haha. Mal warten. Siehst mal nicht allein. Wer ist da? Ich bin mal wieder hier. Ich fühle mich mal stärker. Ich fühle mich mal unsterblich. Warum? Wir haben ihn doch gerade platt gemacht. Ja, weil er ein bisschen blöd ist. Und die nicht so richtig reden können. Oh, hier hat eine geile Waffe. Vielleicht müssen wir aufpassen. Jetzt mal ein bisschen ernst. Meins! Pandemona! Ist jetzt mein now! Cool, dass er ein GF dabei hatte. Nice! Wir müssen trotzdem ein bisschen auf Squall aufpassen. Er ist tot. Sorry, Fujin, ich bin mal K.O. Sand! Das ist das Gebet der tibetanischen Mönche. Ein neuer GF. Das heißt, es gibt noch mehr auf die Schnauze. Obwohl das hier schon ziemlich schwierig ist, noch mehr auf die Schnauze zu kriegen. Achso, ich bin leicht überpowered für das Game. Ich wollte es nur noch mal sagen. Das Spiel kann das nicht handeln, wie stark wir sind. Beat'em Up 02. Ach, das ist die richtige Zeitschrift mit den neuen Dingern. 2? Das heißt, wir haben schon einen... Pandemona. It's mine now. Hat die Hexe euch das befohlen? Negativ. Die Hexe hat mal nichts zu tun. Wir haben mal nach eigenen Regeln. Was für Regeln? Die Regeln von Cypher. Dann ist es okay. Aber hört jetzt damit auf. Das ist jetzt kein Streit mehr unter Gardenschülern. Wir können mal nicht zurück. Negativ. Cypher hat mal viele Untergebene, aber wir sind seine einzigen Freunde. Die Galbadianer gehorchen ihm nur, weil sie mal die Hexe fürchten. Wenn wir mal auch so weggehen, hat er niemanden mehr. Wenn ihr seine Freunde seid, solltet ihr Cypher sagen, dass er damit aufhören soll. Das ist mal keine solch billige Beziehung. Egal, was er mal tut, wir werden ihm folgen. Ich kann euch verstehen. Ihr wollt also nicht zurück, richtig? Nächstes Mal kenne ich keine Skrupel. Es geht nicht anders. Sie wollen es doch so, oder? Guckt euch das Sass-Face von Squall an. Guckt euch das. So much Sass. Moment mal. Ich will mal nicht mehr reden. Es macht mich mal etwas traurig. Trauer verboten. Abmarsch. Es ist wirklich traurig. Wer zum Freund oder zum Feind wird, entscheidet sich rein zufällig. So wurden wir erzogen. Ist doch nichts Besonderes. Nichts Besonderes, wirklich? Warum fühle ich mich dann? Wir gehen. Ja, kann ich heilen oder speichern oder... Wohin als nächstes? Ich habe keine Ahnung. Hallo, Leute! Was ist? Wohin wollen wir jetzt? Ich überlege noch. Wie wär's mit dem Tribagarten? Die Hexe wird sich kaum dafür interessieren, aber es könnte ja vielleicht trotzdem sein, meine ich. Aber dort könnten durch den Raketenangriff die Hölle los sein. Ach ja, gerade deswegen will sie hier hin, verständlich.
Ich werde es mir überlegen. Danke. Wir gehen auf jeden Fall hin. Was ist das denn für eine Frage? Wir suchen nach Überlebenden. Kann ich hier überall speichern? Nope. Ich muss auf mein Zimmer, um zu speichern. Auf dein Zimmer, Squall! Nein, wir machen das anders. Wir nehmen unser Girl mit, auf jeden Fall, Alter. Ja, aber wie gesagt, heute ist ein bisschen kürzerer Stream. Deswegen danke ich euch jetzt schon mal, dass ihr dabei seid und dabei wart hier bei Final Fantasy. Morgen geht's damit natürlich nahtlos weiter. Dann auch wieder in gewohnter, eventuell sogar in längerer Länge, eventuell dann 5 Stunden ab 19 Uhr. Und dann gucken wir uns mal Pandemona an. Was ist das für ein GF, fragte er sich. Was kann er denn? Erstschlag können wir lernen. Und saugen, ne? Also wer ordentlich saugen lernen will, der schaltet beim nächsten Mal ein. Und ich sage Dankeschön, dass ihr dabei wart. Bis zum nächsten Mal. Bye, bye.